Willkommen zurück bei Nerdbird, meine lieben Freunde. Wir haben beim letzten Mal uns ein bisschen umgeschaut, also genau genommen die letzten Male, und festgestellt, dass wir hier so ein bisschen auf einer, ich nenne es jetzt mal, Insel uns befinden. Aber wisst ihr, was auch ziemlich wild ist? Hier müsste sich irgendwie die militärische Basis befinden. Irgendwie hier. Es gibt tatsächlich etwas in mir, das herausfinden möchte, ob das stimmt. Das Problem ist bloß, kann man das zu Fuß machen? Oder ist es viel zu gefährlich? Ich weiß es nicht. Ich möchte auf jeden Fall in diese Richtung mal scouten gehen, um herauszukriegen, ob das tatsächlich der Fall ist. Und zu diesem Zweck fahren wir auf jeden Fall mal nochmal ganz, ganz kurz mal da runterwärts in den Wald. Das ist mir jetzt nämlich auch spontan gekommen, bevor wir uns nochmal nach einem weiteren Ausweg nach im Norden suchen. Also ich möchte immer noch de facto hier mal einbrechen und mir das Ganze mal angucken. Innerhalb von ungefährlichen Regelungen. Aber ich möchte auch natürlich alternative Wege mir anschauen. So, wir sind wieder hier am Start. Go, 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 go. Schön einsteigen. Und wow, die Karre geht sogar ausnahmsweise mal direkt an. So, der Gedanke ist also, dass wir hier kurz mal da runterfahren. Ich muss auch das Ding noch reparieren, ne? Das ist alles etwas, was wir jetzt noch an den Start bringen. Auch die Reifen reparieren. Neue Aufnahmesession, ich habe es mir gemerkt. Aha. Und dann, wenn wir das gemacht haben, ja, ihr seht schon, hier kommen wir schon jetzt an unsere Grenzen. Hier können wir schon nicht mehr fahren. Das ist nicht so einfach. Was passiert, wenn ich hier hupe? Ich möchte mal gucken, was dann passiert. Kommt da was? Aus dem Wald? Das Witzige ist, sobald ich das Gewehr in der Hand habe, kann ich in diese Richtung gucken, ne? Scheinbar nicht. Okay, wisst ihr was, wie wir das machen? Wir werden uns das jetzt kurz mal angucken. Ich bin einfach mal neugierig. Dafür muss ich jetzt halt noch mal ein, zwei Dinge wieder wegräumen. Hä? Wo ist meine Waffe? Wo ist meine Waffe? Hä, bin ich doof? Ach, da ist sie doch. Kurz mal echt nicht gesehen. Und wo sind die Patronen? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade eben nicht. Habe ich die eventuell vergessen? Es scheint hier keine Zombies zu geben. Hoffen wir mal, dass hier wirklich keine sind. Na, hier ist ein Pfad. Ich möchte mir diesen Pfad anschauen. Seht ihr das, was ich meine? Hier gibt es ganz klar einen Pfad. Aber der ist nicht besonders geil. Okay. Der geht da weiter. Bin gerade eben nicht davon überzeugt, dass es so schlau ist, was ich hier gerade tue. Aber ich muss halt irgendwo einen Ausweg finden aus der Nummer hier, ne? Irgendwo muss ich einen Ausweg finden. Also hier wird der Pfad besser und breiter. Okay. Boah, ich hasse es, wenn dieses Spiel plötzlich Geräusche macht, so völlig ohne Vorwarnung. Aber bis jetzt scheint es hier nichts zu geben, was mir ans Leder will, oder?
Der Wald ist noch relativ licht. Da geht der Pfad weiter. Da unten ist nochmal ein See. Bin gespannt, was bei dem See ist. Ob da was ist, was nennenswert ist. Da ist eine Brücke. Hello. Und da futtert ein Zombie einen anderen gerade eben. Oh Mann. Na, das möchte ich kurz mal hier unterbinden. Es sind zwei, scheiße. Kacke, ich hasse es, dass es zwei sind. Okay, ich habe beide. Gut. Nichts Nennenswertes dabei. Was ist mit dir? Auch nicht. Das geht hier um den See rum. Ich bin gerade eben ein bisschen überrascht. Das ist eine Stahlbrücke. Eine mega fette Stahlkonstruktion hier auf einmal, also völlig ohne Kontext. Da geht's auf einmal auf. Also da endet der Wald im Grunde. Das will ich mir mal anschauen. Vielleicht lohnt es sich, sich hier durchzuarbeiten. Okay, ich komme zu dem Schluss, Leute. Dass wir hier vielleicht eine echte Fluchtoption haben. Das ist ja mal spannend. Aber dafür müssen wir einige Bäume fällen. Okay, also wir wissen das jetzt hier immerhin schon mal. Das ist super gut. Als nächstes würde ich dann doch versuchen, jetzt die Karre zu reparieren, wie ursprünglich geplant. Das wäre, glaube ich, jetzt das Beste. Also die Reifen und so weiter. Und nicht nur die Reifen. Sondern auch die Motorhaube von unserem Humvee-Lein. Ich habe übrigens schon festgestellt, dass er irgendwie auf solchem Boden hier nicht so gerne fährt. Wobei ich eigentlich erwartet hätte, dass der Humvee von der Motorisierung her und von seiner gesamten Auslegungssache her ohne Probleme auf solchem Boden fahren können sollte, ist meine Meinung. Aber vielleicht bin ich auch alleine mit dieser Meinung. Okay, jetzt muss ich aufpassen, jetzt bin ich wieder ein bisschen außer Puste. Das ist nicht so gut. Der Weg war weiter als gedacht. Also hier scheint auch wirklich niemand zu sein, ne? Das wäre die ideale Fluchtroute. Möglicherweise hatten wir die Fluchtroute schon die ganze Zeit vor Augen. Man müsste nur diese Bäume hier alle wegfällen. Und schon kommt man hier raus. Seht ihr, was ich meine? Das sind vielleicht 5, 6 Bäume, die man fällen müsste. Und das Thema wäre erledigt. Okay. Dann erstmal weg von hier. Wenn ihr mich fragt. Zurück erstmal wieder auf die Straße. Und dann gucken wir mal, was wir reparaturtechnisch machen können. Stopp.
Also, wenn ich jetzt eine Metallplatte an mich nehme, oder zwei, kann ich jetzt schon was machen? Ich glaube nicht. Ich werde wahrscheinlich nochmal Schrauben brauchen. So, Rechtsklick drauf. Zwei kleine Metallplatten. Ich brauche den Lötkolben. Ich brauche den Lötkolben dafür. Das könnte wieder ein Problem werden. Machen wir gerade eben nochmal wieder an. Dass ich wieder ein bisschen mehr da drin sehe. Hier liegen ja auch noch Metallplatten. Ne, das sind Spiegelteile, die am Boden liegen. Die sehen nur ein bisschen ähnlich aus. So, okay. Wo ist der Lötkolben? Erstmal wieder finden vor Lachen hier, ne? Kreuzschlüssel, den werde ich brauchen. Den nehme ich mal mit. Wir haben noch was vom Lötkolben, sehr gut. Und wo ist der Wagenheber? Ach, ich glaube, dass ich draußen im Auto noch sowas habe. Also im roten Auto. So, raus mit uns. Ja, ich kann auch wieder ausmachen. Das ist totaler Quatsch, dass das Ding läuft eigentlich. Hallo? Generator ausschalten. Ich habe gerade eben zum ersten Mal gemerkt, dass man über den Generator drüber gehen kann. Wupp, 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 wupp. Also. Doch, ja. Mit dem Ding durfte es gehen. Ja, wenn wir jetzt halt eine Metallplatte hätten. Haben wir keine große Metallplatte hier? Doch, da ist doch eine. Da kann ich nämlich sau viel machen. Guck mal hier. Möglichkeit der Reparatur 61%. Erfolgschance 100. Go for it. Das war gut. Dann. Ist uns das Material für den Lötkolben ausgegangen? Was ist mit der Scheibe hier? Die Windschutzscheibe ist rund auf 42%. Aber das ist in meinen Augen okay. Also, wir haben das Ding jetzt wieder einigermaßen gerichtet. Mal gucken. Hier ist der Wagenheber. Also, wir gehen in die Stadt. Und richten mal jetzt hier das hintere linke Reifenlein. Das Rad, das wollen wir machen. Und dann muss ich nochmal gucken, ob ich irgendwo Gas finde. Das ist bis jetzt immer noch eine der knappsten Dinge, die wir überhaupt haben. So, wir haben ja beim letzten Mal geguckt, daran erinnere ich mich auch noch. Obwohl es eine andere Session war, dass hier unten dieses eine Auto war. Genau dieses hier, das hatte Sportreifen. Stopp. Dann entfernen wir mal operativ ein paar von diesen Reifen. So, wo sind sie denn? Da. Die sind halt bei satten 100%. Also ausbauen. Ich mache jetzt hier so Reifen für Reifen, ne? Und sehe zu, was ich jetzt hier noch ersetzen kann. Vielleicht werde ich sogar noch die Windschutzscheibe ersetzen. We will see. Okay, dann hier. Also in echt dürften es niemals dieselben Reifen sein, aber vielleicht funktioniert der Käse ja. Ausbauen. Der hintere rechte Reifen hat auch schon bessere Zeiten gesehen. So. Ah, shit, nee, wir brauchen Leistung, Schwerlast. Oh, fuck my life. Ja, wir müssen. Ich habe vermutet, dass es.
Aber jetzt sehe ich erst, dass da dran steht Schwerlast. Ihr seht hier, ne? Das Schwerlast ist hier abgeschnitten. Das hilft mir jetzt gerade eben nicht so sehr weiter. Also gut, weg damit. Falsche Reifen. Aber ich weiß, dass hier in der Nähe noch LKWs sind. Vielleicht haben wir da Glück. Wahrscheinlich haben einige von euch sogar schon geschrieben, ey Mörd, pass auf, du brauchst dafür einen Schwerlast. Aber wie gesagt, ich nehme das ja schon viel, viel früher auf. Das hier ist aus, wenn diese Folge rauskommt, vor einem Monat aufgenommen worden. Damit ich nicht so in Stress gerate mit dem Aufnehmen. Ich nehme halt auf, wenn ich Zeit habe, ne? So, jetzt muss ich mal gucken. Da, der LKW hat. Ich hoffe, der hat gute Reifen und Schwerlast. Das wäre genau das, was ich jetzt brauche. Ich check erstmal die Umgebung. Nicht, dass jetzt hier plötzlich einer um die Ecke kommt. Wenn da einer. Nee, da ist keiner. Okay, gut. Wie macht man das Ding hier auf? Hier von der Seite? Ah, von hier. Ey, der ist im guten Zustand. Rund-Flat-Tire. Tja. Das ist nicht direkt das, was ich mir jetzt gewünscht habe, aber... Guck mal, man kann ja Armor hinmachen. Man kann das Ding panzern. Kann man das ja auch panzern? Ich mal gerade mal gucken, ob ich das kann. Nee, den kann man nicht panzern. Interessant. Moment, das will ich mir nochmal anschauen. Ich kann diesen Truck hier panzern. Was muss ich dafür tun? Gegenstand fehlt. Die Frage ist, was für ein Gegenstand? Hierfür brauche ich einen Schraubenschlüssel. Erfolgschance 50%, Möglichkeit eines Schadens 50%. Dafür brauche ich einfach nur einen Schraubenschlüssel. Okay. Kann ich hier einsteigen? Ne, der ist leider versperrt hier. Okay, dann würde ich mal sagen, kann ich hier die Scheibe einschlagen? So, drüben vorderes rechtes Fenster, genau. In dem Ding war ich nämlich auch noch nie. Machen wir alles auf. Der hat sogar einen Kofferraum. Wahrscheinlich irgendwie hier so seitlich, ne? Ist hier irgendwas drin? Vielleicht sowas. Ausnahmsweise mal sowas wie ein Schlüssel? Nein. Natürlich nicht. Dann werde ich ihn auf jeden Fall schon mal kurz schließen. Vielleicht habe ich einen neuen besten Freund gefunden. Oh, der geht direkt an. Der geht hier direkt an. Der ist sogar quasi voll. Also wo hat er jetzt hier sein... Ah, hier hat er sowas wie einen Kofferraum, oder? Ah, ein Feuerlöscher. Er hat zwei verschiedene Fächer hier. Ach, der hat da noch eine Toolbox drin. Fest eingebaut ist. Hat er sowas auch auf der anderen Seite? Nee. Sowas hat er hier nicht. Okay, also ich bräuchte jetzt einen Schraubenschlüssel, um den jetzt hier zum Fahren zu bringen. Okay, aber egal. Wir gucken mal weiter. Wir wollen ja immer noch den hier zum Laufen bringen. Der hier hat an und für sich jetzt hier mein Interesse geweckt. Das kann ich nicht abstreiten. Guck mal, ob der vielleicht Leistungsreifen hat.
Die Chance besteht immerhin. Gucken wir mal. Du hast auf jeden Fall auch schon mal ganz, ganz guten Zustand. Nee, das sind Sitze im Moment. Wo sind denn deine Reifen? Hier. Autoreifenleistung. Ich baue mal kurz mal so ein Teil aus. Ich will mal gucken, ob das die Art von Reifen ist, die ich brauche. Man sieht es ja leider nicht so richtig gut. So. Dann. Ja, das ist die Art, die ich brauche. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist fantastisch. Ausbauen. Dann hätte ich die Reifen gerne wieder bei 90% oder sowas in der Art. Okay, Nummer 1. Und jetzt Schwerlast. Den da rein. Das war der erste. Da hinten haben wir noch einen mit 80%. Wenn ihr mich fragt, hat das Ding ja sogar noch ein paar weitere. So. Der hat doch, glaube ich, nochmal einen mit über 90 oder sowas gehabt. Genau hier 91%. Ja, den hole ich mir natürlich. Und ich muss mal gucken, ob ich seine Windschutzscheibe mir holen kann. Also ob ich Windschutzscheiben auseinanderbauen kann, das wäre genau das Richtige. So, als erstes kann ich jetzt direkt schon mal gucken, wo ist das Ding jetzt hier? Sitze, Motorhaube, Windschutzscheibe. Ausbauen. Dafür brauche ich einen Schraubenzieher. Warum habe ich keinen Schraubenzieher? Und ich brauche Zugang zum Auto. Aber das ist nicht das Problem. Zugang zum Auto kriege ich. So, dann machen wir mal. Wo haben wir es denn jetzt hier? Den Sitz. Nicht den Sitz. Reifen hier. 80% Reifen. Ausbauen. Den kann ich noch als Ersatzreifen mitnehmen. Wisst ihr, so als Notfallreifen. Einfach hinten reinpacken. So. Einmal raus. Dann. Es ist nicht gerade hilfreich, dass hier die ganze Zeit diese Tooltips übereinander sich verlagern. Okay. Das hat geklappt. Dann gehen wir hinten ran. Packen mal diesen Autoreifen da hinten rein. Gut. Dann, wie gesagt, möchte ich gerne die Windschutzscheibe noch umbauen. Aber ich hab doch... Also ich komme da nicht rein. Ne? Jetzt muss ich also hier wieder taktische Gewalt anwenden. Nein! Ach, warum hat er die blöde... Och, Mann. Es darf nicht wahr sein. Ich habe wieder mal vergessen, dass ich die Waffe in die Hand nehmen müsste. Oh Mann, ey, warum macht er... Mir passiert das immer wieder. Als ob mir das in echt passieren würde, wisst ihr so? Am Arsch die Räuber. So, was haben wir hier Schönes? Da ist gar nichts drin. Ich weiß es nicht, ich habe mich schon wieder verletzt. Dinge, die mich ärgern. Okay, hier ist nichts drin. Gut. Jetzt nochmal gucken. Ich habe doch einen Schraubenzieher. Oder brauche ich immer noch einen Schraubenschlüssel? Schraubenschlüssel kann man doch unmöglich für so eine Scheibe brauchen. Ich habe doch einen Schraubenzieher. Oder wo ist der jetzt hin? Den habe ich abgeworfen, oder? Den habe ich wahrscheinlich abgeworfen. Okay, dann wieder zurück. Ich könnte hier natürlich alles Mögliche... Oder warte mal, vielleicht hat der da oben einen Schraubenzieher auf seiner Platte, auf seiner
Das wäre natürlich auch cool. Nee, aber der hat zwei Feuerwehräxte. Gönnung. Und die sind teilweise echt gut. Nice. Dann mal rein damit. Direkt mal da rein, ne? Zu meinem Tool-Gedöns jetzt hier. Okay. Ich guck mal, ob da vielleicht noch ein Schraubenzieher drin ist. Könnte ja sein. LOL! Ist es das, was ich denke, was es ist? Nein, ist es nicht. Oh, Manno. Wie gemein. Hier hat es lauter Fressalien. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Nee, das habe ich nicht erwartet. Kfz-Band 2. Nee, das brauche ich auch nicht. Boah, wie gemein. Ich dachte, hier gäbe es jetzt Gas. Ah, da wäre der Schraubenschlüssel, den ich so dringend brauche. Für die andere Karre. Ganz im Ernst, ich pfeife mir kurz mal jetzt hier mal diese Orangenlimo rein. Wie cool, dass das hier Essen ist. Auf der anderen Seite hätte ich gerne was anderes gehabt. Okay. Ja, und das hier ist auch nichts, was ich brauchen kann. Na gut, na gut, na gut, na gut. Wir finden einen anderen Weg, um hier glücklich zu werden. Moment. Wir fahren zu den Garagen. Die sind hier gleich um die Ecke. Die habe ich noch nicht alle durchsucht. Okay. Hier ist nur Draht. Eine Schweißermaske. Nägel. Da ist überhaupt kein Zombie in dieser Linie. Das ist gut. Das heißt, ich kann mich in Ruhe umsehen. Da ist ein Schraubenzieher. Was ist denn das da? Okay, das sind Militärreifen, die nie platzen, aber an Traktion verlieren, wenn sie beschädigt sind. Den nehme ich mal mit. Vielleicht finde ich, wenn ich 4 Stück davon bekomme, Leute, dann lösen sich 2 oder 3 meiner Probleme. Nie Platz. Also das ist eine Mod wohlgemerkt mit den niemals platzenden. Aber das wäre ja schon mal geil. Das ist nochmal eine Schaufel, was liegt da? Das ist eine große Metallplatte, ne? Ja, die große Metallplatte nehmen wir mit. Wie sieht's hier aus? Kleine Metallplatte. Wieder ein Lötkolben. Wie praktisch. Hier nichts wirklich so dringend benötigtes. Muss aufpassen, hier könnten auch welche rauskommen. Der hat einen Brieföffner. Ich glaube, damit haben wir demnächst auch wirklich alles hier abgesucht, ne? Schraubenzieher, Bleirohr. Und nochmal eine Metallplatte. So, was ist da noch drin? Nichts und niemand. Okay. Klebeband nehmen wir nochmal mit. Oh, Bretter! Ihr wisst, warum ich die mitnehme. Ich will dringend endlich dieses Loch stopfen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich check das hier auch nochmal ganz kurz. Ah, hier ist nichts drin, außer eine Metallplatte. So, die nehme ich kurz mal mit und jetzt laufe ich wieder zurück und dann fahre ich mit der Karre hier kurz mal runter. Ja, jetzt haben wir halt mal wieder ein bisschen Reparatur, nachdem wir jetzt hier so das Zentrum einigermaßen geklärt haben, ne?
Gehört halt auch dazu. Metallplatten da rein. Den Lötkolben da rein. Klebeband da rein. Die Bretter da rein. Dass wir nicht mehr so hart überladen sind. Okay. Mache ich hier mal vorsichtshalber wieder zu. Und dann würde ich einfach mal sagen, Leute, perfekter Zeitpunkt von Break. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.